Und damit herzlich willkommen zurück zu Zompiercer, Folge 32 mittlerweile. Ich freue mich sehr, dass wir hier einerseits schon so viele Folgen ja spielen konnten. Da es ja doch noch ein Early Access ist und ich dolle Angst hatte, dass entweder es so viel Bugs gibt, dass es dann zwischendurch nicht mehr spielbar ist, beziehungsweise dass es einfach nicht so viel Content gibt, aber bis jetzt sieht alles gut aus, auch wenn wir uns zumindest nach meinem Gefühl her langsam dem Ende nähern. Dafür ist das Ende aber umso spannender. Mit totaler Dunkelheit, riesigen Labyrinthen und einer AK, die wir gefunden haben in der vorletzten Folge. Oh Mist, ich muss mir wirklich merken, okay, also hier an der Dreiergabelung sind wir okay. Ich muss mir das alles ein bisschen einprägen, ansonsten finden wir hier gar nicht mehr zurück. Und so viel Essen und Trinken habe ich nicht mitgenommen. Sollte ich vielleicht in Zukunft doch mehr drauf achten. Ich hoffe doch, dass wir hier bald überall ein Häkchen dran machen können. An die Gänge. Dass ich etwas mehr Überblick gewinne. Der Baseballschläger ist auch schon wieder fast kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben den erst gebaut, ne? Wir sind eine einzige Folge jetzt damit durchgekommen. Also die letzte Folge und jetzt nochmal, aber wenn ich überlege, wie lange das damals gehalten hat, ne? Und wie viel wir jetzt mittlerweile hier an Schaden verteilen und generell wie viele Gegner hier am Start sind. Das ist echt Wahnsinn. Wie viel Schuss wir verballert haben allein in den letzten 3-4 Folgen. So viel haben wir in dem ganzen Spiel nicht verschossen. Aber ja, umso spannender wird es. Ich hoffe doch sehr, dass uns das Spiel nochmal belohnt. Also hat es zwar schon mit der guten AK getan, aber vielleicht treffen wir ja doch noch ein paar Kumpels. Das wäre mein großer Traum. Und Kotzi, Kotzi müssen wir als erstes erledigen. Oh nein, wir haben sie nicht gut genug getroffen. Ey, warum ist der jetzt denn nicht gerutscht? Ach so, weil wir hinter uns diesen Müllhaufen hatten, ne? Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Ja, shit, lass mich weg. Nein, nein. Hä? Hä? Hallo? Jetzt sind sie aber hier. Ach du Scheiße, jetzt sind wir in eine blöde Situation gekommen. Einfach nur, weil ich schon wieder Munition sparen wollte. Wir haben fast keine Ausdauer mehr. Ach, Kotzi. Na komm her. Jetzt haben wir ihn. Ja, ich kann hier nicht reinrennen und ich sehe auch nicht viel. Hätten wir zwar auch im Nahkampf jetzt holen können, aber egal. Wir hauen uns erstmal noch schnell was zu trinken und was zu essen rein. Und dann müssen wir wahrscheinlich so oder so zeitnah wieder zurück. Weil der Baseballschläger ist schon wieder kaputt. Also machen wir uns am besten tatsächlich 2 Stück und wir nehmen auch ein bisschen mehr Essen und Trinken mit. Ach, shit. Treffe ich die noch? Ah, es ist unnötig Munition. Dafür kriegt sie jetzt einen damit drauf. Komm, geh weg, Kotzwolke. Mann, hier sind echt noch ganz schön viele, ne? Hä? Wer hat uns jetzt gesehen? Ach, war nur so generelle Laute, die die von sich lassen. Oh, Mann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Boah, shit. Er hätte doch mal beide auf einmal treffen können. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, jetzt ist mal Zeit für die AK. Bricht das ab? Bricht's ab? Ach, Mensch, das ist immer doof, wenn der Punkt kann. Nee, da schieße ich nicht mit der AK drauf. Das wäre Verschwendung. Wir können mal eine Granate werfen. Ich hoffe mal, dass die hier im Wasser explodiert. Komm mit Bande, los. Und die kriegen wirklich fast gar nichts, ne? Überlegt mal, wie viel Schuss ich jetzt schon wieder auf die geballert habe. Auch wenn vielleicht nicht alle getroffen haben. Aber trotzdem. Genauso viel Schuss brauchen wir auch ohne Granate. Also ich weiß nicht, was die bringen soll. Die ist wirklich ganz schöner Müll. Ja, mit was willst denn du zuschlagen? Mit deinem komischen Stummel da.
haben nicht mehr viel Schuss, ne? Gerade mal noch 35 Schuss. Oh Mann. Wir haben schon wieder fast ein neues Level erreicht. Also wir schaffen hier wirklich pro Folge ein Level. Das ist echt die Härte. Boah, hier sind ja immer noch Kotzis. Ich will keine Kotzis. Ich frag mich, was die gegen... Ah, nein, nein, nein. Lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, shit. Also die verzieht halt echt krass. Da musst du am besten ihren Bauchnabel ansetzen. Oh, shit. Ey, diese Dunkelheit, die macht mich einfach nur... Die macht mir einfach nur zu schaffen. Krieg's ab. Okay, haben wir geschafft. Das war mal wieder ganz kurz sehr stark aufregend hier. Aber alles erledigt. Und da hinten geht's natürlich noch weiter. Ach Mensch, das sind echt krasse Verstecke oder nicht Verstecke, Labyrinthe. Lasst uns mal schnell ein Pillendöschen essen. Okay, es geht hoch. Und es geht rechts und links. Also hinter der Tür sind auf jeden Fall welche, die habe ich schon gehört. Und so schnell wie sie schlagen, sind es glaube ich schnelle oder mehrere. Boah, drei Kotzis. Boah, das ist ja mal richtig fies gewesen. Drei Kotzis. Verzieh dich, lieber Dunst. Ich würde sehr gerne hier nach vorne kommen. Okay, ist es das Ende? Jawohl, wir haben es erreicht. Was haben wir? Ist das C4? 1000 Max. Ey, jetzt haben wir sogar mal eine Vergleichszahl zu den Granaten. Die macht 300, C4 macht 1000. Es gibt C4 im Spiel. Also das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und ein bisschen Munition noch gefunden. Das ist sehr viel wert. Ja, auch nochmal und Munition. Gott sei Dank. Also Munition ist sehr, sehr wichtig mittlerweile. Wir kommen hier ganz schön an unsere Grenzen. Ja, geil. C4 auch noch. Hat uns das Spiel nochmal belohnt. Obwohl ich von den explosiven Sachen hier im Spiel noch nicht so überzeugt bin. Aber bei 1000 Schaden statt 300 wie die Granate könnte es eventuell doch etwas besser werden. Ja, mein Guter. Oh, wir sind wieder an den Gleisen. Aber an welchen Gleisen? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was sind das hier für Gleise? Lasst uns mal kurz hier hinter gucken, aber hier scheint ja nicht viel zu sein. Nö, hier liegen. C4, perfekt. Ah, okay, dafür ist es gedacht. Na, ein Glück haben wir das nicht schon auf die Zombies geworfen. Da ist jetzt nur die Frage, nehmen wir wirklich die, weil wir haben ja schon ganz paar von solchen Dingern gefunden, aber wenn der uns das so direkt sagt, dann sollen wir das wahrscheinlich auch dafür benutzen. Wir werfen es mal hin. Ah, ich dachte, ich kann den selber timen. Lasst uns die geile Explosion angucken. Oder muss ich nochmal drauf schießen? Wir warten erstmal lieber ab. Weil es piept ja, das müsste ja eigentlich ein Timer sein. Also der Sound war schon ziemlich geil. Die Explosion war okay. Ach, wir sind genau hier. Wir können mit dem Zug jetzt weiterfahren. Das ist ja mal geil. Wir sind direkt am Zug. Ja, perfekt. Wir müssen den ganzen Weg nicht wieder zurück. Ja, richtig cool. Ja, damit habe ich, da habe ich jetzt mit keiner Silbe dran gedacht, dass das ja hier das Ding sein könnte. Ja, geilo. Stellt euch mal vor, ich hätte das C4 einfach so auf ein paar Gegner geworfen. Was wäre dann passiert? Wären wir nicht weitergekommen im Spiel? Man weiß es nicht. Ja, sehr cool. Dann können wir doch direkt hier erstmal wieder in den Zug. Mann, Mann, Mann. Es wird ja langsam ganz schön aufregend hier. Und das sage ich mittlerweile fast jede Folge, weil es immer aufregender wird. Dann packen wir erstmal den ganzen Mist hier wieder aus, den wir nicht brauchen. Ja, ach, ich lasse den Schlüssel mal lieber drin. Der wiegt ja eh fast nichts. Munition haben wir auf jeden Fall wieder ganz gut was dazu bekommen. Das passt. Wir nehmen mal ganz schnell diese eine Bandage hier.
können wir hier noch das Geld reinpacken. Dann lasst uns mal noch das und das essen. Trinken dann auch noch die zwei Wasser. Auch wenn es 8% Verschwendung sind, aber naja. Wasser haben wir ja wirklich mehr als genug. Okay, leeren Behälter kommen wieder hier rein. Den Rest packen wir erstmal hier rein, obwohl Stoff brauchen wir, weil ich möchte mir noch einen neuen Baseballschläger machen. Nehmen wir mal zwei Stoff mit, dann nehmen wir mal zwei Alu mit und dann nehmen wir mal noch 5 Holz mit. Dann machen wir uns idealerweise gleich mal 2 Stück. Ich glaube, es reicht gar nicht vom Holz. Da haben wir es. Ach doch, wir brauchen dann gar kein Holz weiter. Wir brauchen ja bloß den Baseballschläger. Dann habe ich es doch alles ganz gut abgepasst. Aber wofür habe ich denn den Stoff genommen? Ach doch, für das, okay. Da war ich mir mal ganz kurz etwas unsicher. Gut, haben wir. Das hier rüber, den anderen hier hin. Den dritten, den packen wir erstmal beiseite. Den können wir später ausrüsten. Das kommt hier hinein. Jetzt müssen wir nur wirklich mal genügend Essen und Trinken mitnehmen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal, wir sind ja bei 98%, also 5 Flaschen, dann kommen wir nochmal komplett auf 100 und wir nehmen uns nochmal hier 7 Dosen mit und dann passt das doch. 41%, das heißt, wir müssen noch nicht unbedingt schlafen gehen, etwas Zeit haben wir noch, 14 Uhr erst. Bevor wir jetzt aber mit dem Zug weiterfahren, gucken wir uns erstmal noch die anderen Wege an, weil wir waren ja noch nicht komplett durch. Und das würde ich schon ganz gern noch getan haben. Nicht, dass wir was Schönes verpassen. Wieder keine Energies mitgenommen. Ich denke mir die ganze Zeit, wenn wir ja so viel Ausdauer haben, nämlich 180 an der Zahl und bald 190, dann brauchen wir das nicht, aber eigentlich bräuchten wir es trotzdem noch. Ja, also mit dem C4 war echt geil und ich muss sagen, den Soundeffekt fand ich ziemlich cool gemacht. Klang krass über mein Headset. Ich hoffe mal, dass es auf der Aufnahme auch soweit gut klingt. Also den Audio nimmt es ja ganz gut auf. Nur meistens etwas leiser, damit ihr mich besser versteht. Weil es teilweise sehr, sehr laut wird im Spiel, gerade wenn man die Schrotflinte abfeuert. Man kann das leider nicht alles einzeln einstellen. Dass ich jetzt sagen könnte, dass die Waffengeräusche leiser sind. Deswegen ist alles etwas leiser als bei mir. Sonst würdet ihr mich nicht verstehen oder ich müsste jedes Mal aufhören mit Reden, sobald etwas Lautes passiert und das funktioniert nicht, glaubt mir das. Ach schön, wie wir hier durchrennen können. Überlegen, wie viele Zombies hier drin waren. Okay, hier hinten war nämlich das Labyrinth. Jetzt würde ich ganz gerne mal noch hier nach rechts gucken. Hier waren wir noch nicht drin. Ich hoffe, dass es jetzt nicht extrem weit geht. Da waren wir hier schon drin? Nö, hier leben noch Zombies. Ich glaube, ah nein, ist noch nicht das Ende. Oh, shit. Hey, kleiner Zombie. Oh Mist, der hat nicht getroffen. Der auch nicht. Ach, wir haben keine Ausdauer mehr gehabt. Haben wir jetzt die anderen gleich mit angelockt? Nö. Dann locken wir den doch mal an. Ich finde es schön, wie der andere das einfach nicht gehört hat hier, ne? Haben wahrscheinlich gerade Verstecken gespielt und er hat gezählt. Und wie jeder weiß, egal was passiert, man darf das nicht unterbrechen. Hier haben wir noch einen. Ausdauer haben wir genug. Dann lasst uns in den Nahkampf gehen. Ich denke mal, uns wird das Ding gleich kaputt gehen. Obwohl, es reicht noch für ihn hier. Gehen die eigentlich auch kaputt, wenn wir ins Leere machen? Nee, ne? Nö. Oh, den haben sie aber auch mies platziert. Und jetzt ist er kaputt, die Waffe. Na klar. Ah, wirklich. Ich bin das ganze Spiel eigentlich nicht groß erschrocken. Außer, ich glaube, einmal den nicht im Keller. Gleich am Anfang, wo wir in dem Keller waren. Aber dann danach, als wir, ich glaube, in der Tankstelle oben drüber nochmal geguckt haben, da bin ich einmal richtig erschrocken. Und jetzt mittlerweile auch ganz schön. So, Ausdauer auf Level 10. Da haben wir 190. Ist das nicht geil? Aber es ist immer noch kein Ende in Sicht. Das lassen wir liegen. Okay, wir sind in einen Riesenraum gekommen, aber in dem wir anscheinend schon mal waren.
Sonst wären ja hier Gegner gewesen. Super, jetzt finde ich mich bloß absolut nicht mehr zurecht. Lasst mich mal kurz hier rumrennen. Ach, na das ist ja spitze. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Warte mal, ich glaube, hier müssten wir hergekommen sein, ne? Ja, genau, okay. Hier sind wir lang gekommen. Passt. Hier hinten rechts war gerade die Tür, die wir uns angeguckt haben. Und hier hinten links müsste die Tür sein, wo wir zum Labyrinth kommen. Genau, okay. Also sind wir bloß, was, wir sind jetzt hier einmal im Kreis gelaufen und sind dann hier vorne wieder rausgekommen oder was? Naja, egal. Gruselige Geräusche hier. Ich habe immer noch Angst vor der Tür. Warum steht eigentlich da automatische Tür? Wenn ich jetzt hier drin stehen bleibe, bin ich dann tot? Ich probiere es natürlich nicht aus. Aber könnte ja durchaus möglich sein. So, wir sind hier links gelaufen. Richtig, richtig. Jetzt lasst mich mal ganz kurz überlegen. Wir sind ja dann oben wieder beim Zug rausgekommen. Also ich würde jetzt sagen, wir laufen erstmal hier lang. Ach, shit. Okay, haben wir erwischt. Alles klar, hier geht's dann bloß hier rüber. Und da sind wir da hinten lang. Okay, Tür geht zum Glück auf. Das heißt, wir können nochmal hier gerade lang laufen. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ein Glück hat das geklappt. Klappt nämlich meistens nicht. Ein normaler? Okay. Aber ich glaube fast. Ah ne, hier ist noch ein Kotzi. Nein, nicht brechen. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen bloß mal... leckere Spinnenwebe. Wenn mal wieder der kleine Hunger kommt. Ja, also hier ging's nicht weiter. Die haben die aber jetzt auch immer mies platziert hier. Ich wollte doch gar keine Schrotflinte nehmen für den. Und keine Munition. Lade nach, mein Freund. Ja, ich glaube fast, dass wir durch sind mit dem Tunnelsystem hier. Wenn es jetzt hier vorne nicht noch großartig weitergeht, dann kommen wir am Ende tatsächlich bloß wieder beim Zug raus und... Ach, hier, das ist so fies vom Spiel, ne? Da hat sich der Entwickler wirklich gedacht, nö, mein Freund. Jetzt am Ende möchte ich dir nochmal zeigen, wie gruselig das Spiel eigentlich sein kann. Ich spreche die ganze Zeit vom Ende, vielleicht ist es das noch gar nicht und wir haben noch 800 Folgen vor uns. Boah, hä? Wo kam der jetzt aus diesem kleinen Schließfach dort raus oder was? Also ich habe den ja null gesehen. Ach, ist das geil. Wir schaffen es innerhalb von einer Sekunde, so einen Dicken zu töten. Okay. Munition, Munition und gar nichts, schade. Der Dicke hat mich gerade mal wieder erschrocken. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft. Dieses Labyrinth- und Tunnelsystem hier unten zu durchwälzen. Nicht wundern. Jetzt packe ich mir auch nochmal schön die Taschen voll, weil wir sind ja gleich beim Zug oben. Dann können wir natürlich auch nochmal ein bisschen was mitnehmen. Ich hatte halt bloß keine Lust, jetzt die ganze Zeit zu looten, weil dann hätte das nochmal 3 Folgen länger gedauert, bis wir jetzt hier sind, wo wir gerade sind. Und das wollte ich euch nicht antun und mir selber auch nicht, dadurch, dass wir eh so viel Loot haben. Ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Ach, schön. Ich freue mich so dolle drauf, wenn wir wieder aus dem Tunnel raus sind. Einfach mal ein bisschen frische Luft schnuppern. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Hier sind wir lang, ne? Ja, hier hinten waren wir ja, da haben wir das C4 und so gefunden und dann sind wir hier lang. Und da ging es dann hier oben zum Zug. Ja, wenn wir mal wieder die Vögel zwitschern hören, ein bisschen frische Luft schnuppern. Das wird alles wunderschön. Ah, Moment, wir sind ja doch noch nicht komplett durch. Hier ging es noch lang. Ah, warum habe ich denn schon wieder keine Ausdauer? Ach Mist. Das hätte nicht unbedingt passieren müssen.
Ich sollte einfach nicht so viel rennen. Und damit machen wir aber jetzt erstmal ein Folgenende. Ich sehe gerade, ach komm, den Polizisten, den bringen wir noch schnell um. Na komm. Oh, und dann machen wir ein Folgenende und dann schauen wir in der nächsten Folge doch mal, wo es mit dem Zug dann hingeht. Ob wir aus dem Tunnel rauskommen oder bloß ein Stück weiter und nochmal so ein System hier, so ein Tunnel-Labyrinth-System vor uns haben. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe ja auch, morgen 19 Uhr geht es dann weiter. Und dann würde ich sagen, bis dahin macht's gut.